bin die Monika Prolli. Gegründet ist dieser Kosmix-Laden vor 3 Jahren worden. Initiiert haben das unsere zwei Marias. Sie haben das immer wieder in der Gemeinde vorgebracht, dass so etwas in der Gemeinde doch gut wäre. Und dann kam es zur Umsetzung und dann durfte ich bereits mitmachen. Und ich bin jetzt froh, dass wir wieder in der Gesellschaft so sind, dass die Sachen nicht mehr weggeschmissen werden, sondern dass wir Sachen weiterverwenden. Darum gibt es den feinen Laden, da werden die Sachen wieder sachlicher, ich weiß nicht mehr von wem sie sind, wir präsentieren sie schön und jeder kann kommen, jeder kann nehmen. Es ist kein Sozialprojekt, sondern ein Nachhaltigkeitsprojekt und ich arbeite unwahrscheinlich gerne hier mit und bin stolz, dass wir in der Gemeinde Hart so einen tollen Laden haben. Mein Name ist Maria Pachanek. Ich habe beschlossen, in meiner Pension etwas Sinnvolles zu machen. Und so ist es mit der Idee zu einem Kostnixladen gekommen, die von unserem Bürgermeister sehr tatkräftig unterstützt wurde von der Gemeinde. Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist auch unser Pflanzenmarkt, der alljährlich stattfindet. Und mir ist es auch wichtig, dass verschiedene Fähigkeiten, die einzelne Leute haben, hier kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man kann einen Workshop anbieten, verschiedene Tätigkeiten einfach kostenfrei. Es geht um die Gemeinschaft und es geht um Nachhaltigkeit und Spaß. Mein Name ist Monika Letonia. Ich bin seit 2 Jahren ungefähr dabei, bin meistens am Dienstag im Laden. Mir ist zusätzlich zur Nachhaltigkeit auch wichtig, dass man ehrenamtlich arbeitet. Ganz besonders am Herzen liegen mir die Workshops, die wir für Samstag anbieten. Da wäre zum Beispiel der Repair Samstag. Am zweiten Samstag bieten wir noch Nähen an, das macht die Elke. Dann gibt es am dritten Samstag noch Digi-Workshop und am vierten Samstag gibt es Workshops zur Nachhaltigkeit. Dann wird auch noch am Mittwoch, an ausgemachten Mittwochen, ein Basteln for Future angeboten und ich bin gern da. Mein Name ist Ragda Rameri. Ich bin so froh, dass ich mit dabei bin, meine Kollegin. Und ich bin so wirklich stolz auf uns selber. Und ich finde, das ist wirklich sehr schön und sehr gut, dass es sowas gibt. Weil die Leute was die Sachen nicht gebraucht haben, dann vielleicht die anderen, sie brauchen das unbedingt. Ich finde das wirklich sehr gut und sehr schön, dass die Sachen nicht wegwerfen. Und ja. Ja, ich bin sehr, wirklich sehr, sehr stolz auf uns. Ja, danke schön. Ja.